Manche Stars sind eher unscheinbar, so wie Dane Dream. Als die Stute ganz jung war, wollte sie keiner haben. Ihr heutiger Besitzer kaufte sie doch, für nur 9.000 Euro. Dann gewann das Vollblut so gut wie jedes Rennen. Heute ist Dane Dream das schnellste Rennpferd der Welt, hat Millionen verdient. Er kann zelebrieren. Dane Dream, anderer Starke, gewinnt den großen Preis von Berlin. Dane Dream vorne, reicht die Kondition. Dane Dream gewinnt. Dane Dream, Dane Dream, Dane Dream. Und diese Dane Dream, das ist nicht nur die beste Stute. Sie ist eine klasse Stute. Und sie gewinnt mit 6 Längen. And now Dane Dream for Germany takes it up clearly. But the bird is flown. Dane Dream goes on to win the arc for Germany. Auch in Paris triumphiert sie. Ja, sie ist easy, sie geht aus, sie ist von Rest zu Rest besser und relaxer hin. Sie ist der best horse for day. Train my life. Insgesamt hat die Wunderstute bislang 3 Millionen Euro an Preisgeldern gewonnen. Der Gewinner dieser Geschichte ist darum auch ihr Besitzer Heiko Volz aus der Nähe von Baden-Baden. Er verdient sonst mit Möbeln sein Geld. Für uns ist es einfach ein Sechser im Lotto, dass man sowas hat. Also das ist unglaublich eigentlich. Trainer Peter Schirgen stufte Dane Dream zunächst als Rennpferd mit eher lausigen Chancen ein. Ich habe schon vermutet, dass sie einige Rennen gewinnen wird, aber dass sie in der Champions League, also in diesem Grupperennen, mitmischen wird, damit konnte man nicht rechnen. Ihrem Jockey Andras Starke bescherte Dane Dream den Höhepunkt seiner Karriere. Sie hat letztes Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt mit diesem Rennen und alles, was jetzt passiert. Ich bin ihr eh dankbar bis zum Rest meines Lebens. Pech hatte ihr Züchter. Er verkaufte Dane Dream für ein paar tausend Euro. Ob ein Pferd gut wird, kann man nicht immer sehen. Man sieht es an Dane Dream, sie war unscheinbar und auf einmal ist das beste Pferd der Welt geworden. Vergangenen Monat in Paris beim Grand Prix de Saint-Claude. Es ist Dane Dreams zweiter Start in dieser Saison. Bislang ist sie ungeschlagen. Besitzer Heiko Volz auf dem Weg in die Boxengasse. Ein kurzer Check, bevor es gleich an den Start geht. Hey. Alles klar? Alles bestens soweit. Auch die Favoritin ist gelassen. Also vom Charakter her ist es ganz einfach. Sie ist wirklich eine ruhige, entspannte Stute. Einzigartig, wie die sich halt so benimmt zu Hause. Und auch auf der Rennbahn, wenn man mit ihr auf der unterwegs ist. Die liebt es zu reisen. Wenn die Transporter sieht, da freut die sich schon. Und auch hier auf Rennen, die ist dann ganz, ganz entspannt und ruhig. Und fühlt sich auch überall wohl. Doch dann gibt es ein Problem. Als sie hören, dass Dane Dream an den Start geht, ziehen viele Teilnehmer ihre Galopper zurück. Wohl aus Angst vor der Konkurrenz. Jetzt gehen nur 4 Pferde ins Rennen. Für uns ist jetzt die Situation 4 Pferde. Wer geht? Gibt's Tempo? Wie geht's weiter? Ist halt natürlich auch recht unangenehm, muss ich sagen. Also, mir wäre es lieber, wenn Sirius das Ekle, weil da weiß man, der geht gerne von vorne. Also da kann man sich dahinter legen und hat ein einwandfreies Rennen, ein schnelles Rennen vor allem. Und jetzt sind die Situationen ist halt ganz anders. Keiner will wahrscheinlich gehen, man wird sehen. Rückblick auf die märchenhafte Geschichte von der kleinen Stute, die zum schnellsten Pferd der Welt wurde. Ihre Mutter ist das irische Vollblut Dane Drop. Vater von Dane Dream ist der mehrfache deutsche Galoppsieger Lomitas. Geboren wurde Dane Dream hier auf dem Gestüt Brümmerhof. Von Julia und Gregor Baum. Völlig unauffällig, unscheinbar, problemlos, brauchte wirklich nie einen Tierarzt. Sie war ein kleines, gesundes, agiles Fohlen, aber wir haben keine große Notiz von ihr genommen. Die Geschwister waren nicht sehr erfolgreich, sie selber war sehr schmal und unscheinbar. Und dann haben wir also entschieden, uns auch von der Mutter zu trennen, die ist dann nach Frankreich verkauft worden. Weil wir eigentlich keine große Hoffnung mehr hatten, dass sie gute Pferde bringt. Züchter Gregor Baum gab Dane Dream zum Training in den Rennstall von Peter Schirgen. Aber auch der konnte und wollte nicht garantieren, dass sie ein großes Rennpferd würde. Ich habe sie vorbereitet und er meinte, ob sie ein großes Rennen gewinnt, das konnte ich mir nicht versprechen. Und das war ihm dann noch zu unsicher. Und dann haben wir gesagt, wir geben sie auf den Markt und werden sie dann verkaufen. Aber ich wollte es eigentlich auch nicht am Stall verlieren, weil ich dachte, man könnte Spaß haben mit ihr und
man könnte schon ein paar kleine Rennen mit ihr gewinnen und deswegen konnten wir Herrn Voigt überreden, dass er sie kauft. Ja, am Anfang wollten wir sie ursprünglich gar nicht. Also es war, das Pferd ging ja dann während der Auktion durch den Ring. Wir haben dann zwar mitgesteigert bis 9.000, aber die Stute hat dann unverkauft den Ring verlassen. Und letztendlich wurde die Stute dann eine halbe Stunde später per Telefon, habe ich dann mit dem Züchter nochmal gesprochen, haben wir sie dann für 9.000 gekauft. Dane Dream macht sich. Als Zweijährige wird sie Dritte beim Oppenheim-Rennen in Köln. Ein Jahr später siegt sie erstmals bei einem großen Rennen in Italien. Das vierbeinige Beschleunigungswunder ist nicht mehr zu halten. Sie hat das, was andere nicht haben. Sie hat eine andere Übersetzung und ist halt einen Tick schneller als andere. Ja. Und die Übersetzung ist halt so, pro Galoppsprung macht sie sich unheimlich flach und ist immer diese paar Zentimeter raumgreifender als andere. Ne? Eine unheimlich große Lungenfunktion muss sie haben, dass sie unheimlich viel Sauerstoff in sich haben kann. Und das ist ausschlaggebend. Ne? Und natürlich ein großes Herz, Kämpferherz. Im Oktober vergangenen Jahres beschließen Trainer und Besitzer Dane Dream beim Grand Prix de l'Arc de Triomphe anzumelden, dem wichtigsten Rennen der Welt. Auch ein finanzielles Risiko. Das Startgeld beträgt 100.000 Euro. Ich hatte eigentlich relativ früh schon ein gutes Gefühl. Also schon 700, 800 Meter vorm, boah, die geht gut, die gut mit, wir kriegen was ab, wir sind platziert. Aber dann auf einmal, wenn man 300 Meter vor der Ziellinie dann merkt, ach gut, die ist da vorne und die geht ja weiter, die setzt sich ab, boah, da geht Gänsehaut, da geht es einem ganz kalt runter. Dane Dream schafft das Unglaubliche. Die kleine Stute siegt nicht nur beim Grand Prix de l'Arc de Triomphe, sie läuft das Rennen in historischer Rekordzeit. Schneller als jedes andere Pferd vor ihr. Es ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein deutsches Pferd dieses Rennen gewinnt. So, are you happy? I'm so happy. I'm so proud of her. Andras Starke hat über 1.800 Rennen gewonnen. Doch das Rennen in Paris war ein ganz besonderer Ritt für ihn. Die letzten 300 Meter sprang sie so noch mal ab und das war für mich einfach ein Traum und ich kann das immer noch nicht begreifen, was gerade abläuft und passiert. Und ja, was für eine Stute. Und ich freue mich, mit diesem Rennen sind wir wirklich unsterblich geworden und es ist einfach nur schön. Auch die Züchter von Dane Dream, Gregor Baum und seine Frau, waren beim Rennen dabei. Hier private Handyaufnahmen. Züchter Baum, der Dane Dream einst für 9.000 Euro verkaufte, wird nun gern der Pferdeverschenker genannt. Aber er ist ein guter Verlierer. Dann sind wir gemeinsam mit dem Besitzer, mit dem Trainer und mit dem Jockey auch als Züchter eingeladen worden, in der Kutsche zur Siegerehrung zu fahren. Vor 50.000 jubelnden Menschen. Und das sind Erlebnisse, die vergisst man nicht. Und da hat man heute noch die Tränen in den Augen, muss man sagen, wenn man daran denkt. Also jedes Mal, wenn ich daran denke, bin ich noch immer sehr betroffen. Zurück zum Rennen vergangenen Monat in Paris. Nur drei andere Pferde starten gegen Dane Dream. Keine Herausforderung für die Wunderstute. Das schnellste Pferd der Welt wird an diesem Wochenende Letzte. Ja, leider. Ja, passiert. Wer nach dem Rennen schlechter gelaunt ist, Pferd oder Pflegerin, lässt sich schwer sagen. Sie war auch ein bisschen zickiger und halt auch dann schlurfte sie auch neben mir so ein bisschen her. Also ich glaube, man hat schon gemerkt, dass sie ein bisschen selber von sich enttäuscht war. Noch drei Rennen wird Dane Dream diese Saison laufen. Dann geht sie mit 4 Jahren in Rente und soll viele Fohlen bekommen. Schnelle Fohlen und bestimmt teure Fohlen.